Das ist der Porsche 912 aus dem Jahre 1965. Ein Klassiker, den nicht jeder kennt. Er gibt seinerzeit das Design der folgenden Stuttgarter Sportwagengenerationen vor. Für den Sammler Soha Sandler ein echter Meilenstein in der deutschen Automobilgeschichte. Das ist ein typischer Porsche, das ist für mich der Ur-Porsche überhaupt. Das ist nämlich einer der ersten Porsche in dieser Form von 65. 64 fingen die damit an, überhaupt zu bauen. Der ist für mich nicht aggressiv wie die modernen, dicken, bulligen Porsche, sondern zierlich und trotzdem enorm sportlich, wie man auch hören kann. Der Sound von dem Ansauggeräusch der Vergaser ist auch herrlich. Man hört nicht die Auspuffanlage, sondern die Vergaseranlage. Also der Motor macht einfach Laune. Der Wagen ist sehr leicht zu handhaben. Es macht einfach richtig Spaß. Das Fahren ist allerdings von rustikaler Natur, denn der 912er befindet sich noch im Originalzustand. Straffes Fahrwerk und fehlende Servolenkung machen die Spritztour zu handfester Schwerstarbeit. Hier ist es hart, also hier tut manchmal der Rücken weh. Es passiert schon mal, dass ich tagelang den Wagen nicht fahre, weil ich dann nicht mehr einsteigen kann, weil der Rücken verkremmt ist. Es ruckelt und zuckelt, aber das ist genau das, was wir wollen, ne? Wir wollen doch nicht weich gespült werden, sondern wir wollen einfach Spaß haben, auch auf kurzen Strecken. Und dafür braucht man keine 600 PS. Die hat der 912 auch gar nicht zur Verfügung. Ein Blick unter die Motorhaube zeigt das Herz des Porsche. Die klassische Variante des Viertakt-Boxers. Das ist der kleine Motor, Vierzylinder, 90 PS. Sehr kompakte Bauweise, luftgekühlt. Hier oben Lichtmaschine, Verteiler, der hat eine Doppelvergaseranlage, dadurch ein bisschen mehr PS, ne? Aber ganz simple Bauweise. Doch fährt man den 912 zu sportlich, kann das Konsequenzen haben. Dieser Motor ist gerade erst 3-4 Wochen verbaut. Ich habe mir erlaubt, letztes Jahr den Motor auf dem Weg zum Lausitzring zu überdrehen, weil ich unbedingt schneller sein wollte, als er konnte. Und bei 6.500 Umdrehungen ist die Kurbelwelle abgeschert, sodass wir dann halt eben zerlegen mussten. Und jetzt hat er neue Kolben, neue Kurbelwelle. Und ich hoffe, lange leben. Obwohl der Porsche schon fast 60 Jahre in den Felgen hat, kommt er nicht hinter Schloss und Riegel. Soha Sandler sieht seine Klassiker als das, was sie sind: Gebrauchsgegenstände. Natürlich hege ich und pflege ich die Fahrzeuge, aber Patina ist für mich sehr wichtig, bis zu einem bestimmten Grad. Irgendwann ist dieser Grad erreicht, wo man sagt, so geht es nicht mehr, dann muss man halt rangehen. Aber wichtig ist für mich die Technik. Technik muss funktionieren, die muss einwandfrei sein. Aber nicht die aggressive, PS-strotzende Technik, die Porsche für so viele Männer interessant macht. Der Berliner bevorzugt Fahrzeuge, die entschleunigen und dezent erscheinen, auch wenn das den Ruf verdirbt. Der war jahrelang verpönt als Frauen-Porsche, als nicht echter Männerwagen, weil er nur 4 Zylinder hatte. Ist aber im Prinzip die Weiterentwicklung vom 356er aus den 50ern für den amerikanischen Markt, um billiger ein Auto darstellen zu können als die 6 Zylinder. Ein Blick ins Cockpit zeigt, die Verwandtschaft zum Porsche 356 lässt sich nicht verleugnen. Die ersten 912er erben noch Bauteile und dekorative Details des Vorgängermodells. Wunderschön ist das Lenkrad, das ist vom 356, also von dem Vorgänger, ne, mit diesem riesen Emblem, dem Hupenknopf oder Hupenring, in Aluminium gehandelt. Genauso mit dieser aluminiumgebürsteten Armaturenbrett. Ne. Wunderschön. Einfach, das sind Elemente, die einfach angenehm sind anzuschauen. Ein gut erhaltener Originalzustand, der hohe Seltenheitswert und ein Porsche, der so gar nicht typisch Porsche ist. All das macht den kleinen Sprinter für Soha Sandler zu einem Liebhaberstück. Ich mag seltenere Autos, ich mag Fahrzeuge, die geringere Stückzahl haben. Ich mag Autos, die ein anderer nicht unbedingt favorisiert. Also ein normaler 911er wird momentan gekauft wie verrückt. Vor Jahren schon war, jeder Mann muss einen Porsche haben. 6 Zylinder, 4 Zylinder ist ja lächerlich. Gerade ich mag das. Der Porsche 912 ist der sportlichste Wagen in Soha Sandlers Sammlung und gilt als Meilenstein der deutschen Automobilhistorie. Und jetzt seid ihr gefragt. Wir suchen genau euch, falls ihr auf der Suche nach dem verlorenen Garagengoldschatz seid. Egal ob vergessener Scheunenfund, verstaubte Garagenüberraschung oder in der Wildnis zurückgelassener Oldie. Wir begleiten euch bis zum Anfeuern des Motors.
Meldet euch unter der eingeblendeten Adresse.